So, ist das noch ein Hund, der geschlachtet werden? Ne, das ist eine Katze. Da wurde noch eine Katze eingelagert. Ja, das Rekord kann ich testen, da hast du recht. So, warte mal. So, wenn ich jetzt auf D gehe, dann war es unter der Steuerung R. Ah, dann taucht da oben dieses coole Rekordsymbol auf. Ach, jetzt habe ich natürlich das gerekord. Das ist natürlich doof. Ich fange einfach irgendwo an. Rekord. Und dann mache ich. So, wenn ich jetzt meinen. Ich versuche das mal. So, Steuerung R. Wie war es jetzt nochmal? Steuerung P, ne? Oh, nee. Zack. Ich finde das total cool. Wenn ich bedenke, wie lange ich gebraucht habe, um dann irgendwelche Schlafräume zu designieren. Das Steuerung R, Steuerung P ist total super. Man muss das nur, ja, das kann man alles nachher richtig super noch hinkriegen. So, was machen wir denn? Ich mache wieder Plump Helmets. Außer da, wo ich Pigtails kann. Weil Pigtails sind viel cooler. Da kann man nachher Stoff draus machen. So, dann haben wir das Feld auch. Ja, das ist, genau, wenn ich jetzt hier an der Position bin und Steuerung R drücke, dann macht er genau das, was ich hier jetzt angebe. So, Steuerung R. Habe ich vorhin vergessen zu drücken, ne? Dann passiert natürlich nichts. So, Steuerung R, oben läuft das die Aufnahme. Wenn man das jetzt so gemacht hat, Steuerung R wieder beenden. Wenn ich das einfach hier jetzt starten würde, fängt halt da an. Ich bin auch nicht alt. Nabend, Battlehawk. Ich bin doch nicht alt. Ich bin manchmal etwas langsam, aber nicht alt. Wäre jetzt theoretisch, wenn ich das jetzt nochmal mache. So, ich nehme jetzt, wenn ich jetzt aufnehme. Wäre jetzt mal interessant, wenn ich das jetzt so mache, so überlappend. Dann müsste ich doch theoretisch, und dann spare ich mir doch hier jetzt nachher das Verbinden. Das ist doch schön. Blub. Dann ist die Verbindung jetzt auch gleich da. Jetzt muss ich nur. Jetzt muss ich natürlich einen Platz finden, wo ich jetzt meine Schlafräume haben will. Jetzt muss ich das natürlich auch gleich nutzen. Und wir haben keine Käfige. Ich habe doch. Habe ich nicht einen Job dafür? Für Cages? Nö. Wooden Cage. Komm, mach 40. Ich weiß zwar nicht, wo du die lagern möchtest nachher. Ja, ist in Ordnung, Battlehawk. Ich weiß. Ach so, damit das nachher einfacher ist, ne? Okay, jetzt weiß ich, was Nack meint. Kann man auch noch mal zeigen. Super, was mache ich denn jetzt hier? Mensch. So, das war die seltsamste Aufnahme aller Zeiten. So, warte, was habe ich jetzt hier gemacht? Wieder Mist. So, nochmal. So. Jetzt Konzentration, das wird funktionieren. So, den Raum machen, da, den Weg machen, den nächsten Raum machen und dann direkt dahin gehen, wo man möchte.
Ist das hier richtig? Ja, das ist da richtig. Aufnahme beenden. Und dann, genau, dann springt man genau dahin, weil das Bewegen gehört mit zur Aufnahme. Dann braucht man sich keinen Kopf mehr darum machen, dass man da noch wechseln muss. Noch mehr Zeitersparnis. Mensch. Was macht man dann nachher mit der ganzen freien Zeit? Den 34 Eidlern beim Nichtstun zugucken. Wie sieht das denn jetzt eigentlich militärisch aus? Könnte man noch mal gucken. Equipment. So, du hast... So, seid ihr alle ausgerüstet oder seid ihr alle immer noch nackt? Warum hat... Habt ihr... Warum hat... Doch, du hast einen Helm. Achso, du sollst auch einen Helm tragen, aber hast... Okay, alles gut. Ihr seid ausgestattet. Das ist gut. Ihr? Oh nein, dem fehlt noch eine Hose. Aber sonst haben die Shields. Ich muss auch die Shields bauen. Kupferschilde. Ich weiß, Kupfer ist das Schlimmste, was sie tragen können. Aber Kupfer ist auch das Einzige, was wir haben, ne? Warte, nicht da. Da ist Stocks. Bars. Iron. Oh, wir haben wieder Eisen. Das ist gut. UNQ. Wenigstens. Iron Shields. Müssen wir 14 Stück mal machen. Damit wir das auch haben. Gut. So, die Fallen werden gesetzt. Anscheinend räumen die immer noch nicht die Figurinen um. Ich hoffe mal, das hört irgendwann mal auf. Die müssen doch irgendwann mal entschieden haben, so von wegen, nein, ist egal. Wir lassen das jetzt so. Export von Figurines prohibited. Bitte räumt die um. Du als Manager, du kannst noch nicht mal deine ganzen Unterkünfte überhaupt gravieren lassen, weil du in Erde wohnst. Ne, du wohnst in Erde. Es tut mir leid für dich, aber... So, hier unten ist ja dieses komische, wir graben uns irgendwas Gebilde. Ich habe überlegt, weil es total cool wäre, dass wir hier noch eine Brücke bauen. Und zwar über unser über unser Loch hier. Kann man eine so große Brücke bauen? Wenn wir dann... Wir entscheiden uns irgendwann, oder ich entscheide mich dann irgendwann von hier unten aus unserer Pseudomine. Baue ich danach einen Weg unten in die Caves. Und dann kann man, wenn da doch mal was Böses kommt, mache ich einfach den Deckel zu. Ich glaube, Gewerkschaften gibt es hier nicht. So, haben wir jetzt hier wenigstens... Warte mal, jetzt muss ich noch... Spalerit. Warte mal, Magnetit war Eisen, Hämatit ist Eisen und da gab es noch ein drittes. Ich weiß nicht, ob es dieses Spalletit jetzt war. Ja, und Tetrahydrid habe ich immer gehofft, sei Eisen, aber ist es nicht. Ich kam leider nicht dazu, die coole Liste von Nack auszudrücken. Er hat das in Discord geschrieben. Also wer auf Informationen haben möchte, auf meinem Discord, ne, der Link ist auf meiner Kanalinfo hier oder auch auf YouTube.
Im Discord wurden coole Screenshots geschickt oder Informationen über welches Metall ist was und was ist wie viel wert, Value und so weiter. Beispielsweise habe ich mich auch letztens geirrt. Ich habe gedacht, die Masterful Pieces haben 200% und Artefakte 250. Stimmt nicht, es sind sogar 300%, wenn man Artefakt mit sich rumträgt, was halt Rüstung bzw. Waffenstärke angeht. Aber was machen die 50%? Sind ja egal. So, und darüber möchte ich jetzt gerne eine Brücke bauen. Wenn ich jetzt BG. Ich glaube, so eine lange Brücke kann man nicht bauen. Nein, kann man nicht. Ich könnte die eine Hälfte machen und dann die andere. Du kannst durch einen Teil lange Wege rekorden, um auf einer Farmebene für Metalle diese in 20 Sekunden zu layouten. Ja. Mach ich das? Ja, warum? Ja, oh Gott, da waren meine armen Miner. Wir sollten Spitzhacken herstellen. So. Die Copperpick. Wir machen einfach nochmal. Stellen wir mal 5 Spitzhacken her. Notfalls teilen wir nachher noch ein paar Miner ein und dann sollen die mal da unten am Arsch der Welt losrödeln. Hier, die Händler sind weg, habe ich gar nicht drauf geachtet, weil die da unten die ganze Zeit am Schimpfen sind. Das ist das, ich habe Jobs vergeben, es fehlen die Rohstoffe und es kommt jetzt in alle paar Sekunden die Info, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Das macht einen dann schon ein bisschen aggressiv. Macht man das Trip Mining denn wirklich nur mit einem Weg? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so, ja, ich tue jetzt mal so, so lassen 2 frei, weil man sieht ja mal, was auf der Gegenseite ist. So, Steuerung R. Dann mache ich tuk, 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 tuk. Machen wir so. Dann gehen wir runter. Machen wieder 2 frei und machen dann beenden das Rekord und jetzt kann ich hier wupp, wupp. So. Alter, das. So, jetzt sind meine Miner auf alle Fälle erstmal beschäftigt. Oh nein, das geht nicht auf. Ach, und den machen wir jetzt einmal manuell hier einmal quer rüber. Hier sind die Miner auf alle Fälle beschäftigt. Und wenn sich da irgendwo Rohstoffe verstecken, finde ich sie. Wir haben sogar 4 Miner, wahrscheinlich weil es gerade eine Spitzhacke fertig geworden ist. 5? Das können wir schaffen, mehr. Das muss ich immer so machen, da sehe ich auch gleich, wie viele Miner ich habe. Weil, Wettrennen, wer ist schneller? Also der ganz links hat auf alle Fälle Glück anscheinend, was die Steine angeht. Der kommt da relativ brauchbar durch. Der Rest nicht so. Der Sieger hier steht fest. Und der dritte von links, der ist einfach zu lahm. Was war da gerade? Es hat gerade was hell geleuchtet. Ach so, wegen dem ab und zu... Ja, Masterpiece ist in Ordnung. Gibt es ab und zu auch mal. Na, also nichts gegen deine Tipps. Also, du kannst auch in dem Planung-Modus Recorder, also B-Bettplan In-Game-Record, also, dass ich nachher die Betten sozusagen setze. Ich setze ein Bett. Geh dann auf die Position des nächsten Betts, beändere das Rekord und dann setze er nach und nach die Betten. Okay. Also könnte ich theoretisch einen Rekord setzen, wenn ich ein Schlafzimmer fertig habe, kann ich also das einrichten mit halt Bett und dem ganzen Gedöns. Also Bett, Kleiderschrank, Kiste. Geh auf die Position des nächsten und dann brauche ich einfach STRG P und dann setzt er wieder Bett, Schrank und Kiste.
Aber ich kann das nicht abspielen, wenn die Rohstoffe fehlen, ne? Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Also wenn die Kisten und so weiter fehlen. Oh nein, ein Laserworker gedreht durch. Warum? Wo ist er? Ja, ich sehe das wieder nicht. Ich kann mich doch dahin hinsehen, ne? Hier zoomen. Ich sehe da. Ach, da mittendrin. Was hat er denn? Limul. Warum hast du Probleme? Nee, Ustus. Ustus. Ach so, im Planungsmodus. Okay. Ustus, unser Leatherworker. Den hier da unten, die ganzen Kämpfer. Wo ist denn Ustus? Der müsste doch hier aufgeführt werden. Der müsste auch stehen, wenn er schlechte Laune hat. Warum? Warum? Ich mag keine miesgelaunten Leute. Die sind doch immer eingefärbt. Warum bin ich gerade so doof, das zu sehen? Da, hier sind sie doch. Ustus. Strange Mood. So. Gehen wir jetzt mal hin. Folgen. Er sitzt da drinnen. Holt sich Leder und arbeitet jetzt oder was fehlt dem? Rohe Edelsteine. Kloss. Kloss haben wir. Leder hat er sich gerade geholt. Knochen. Na, ah, das schon wieder. Haben wir nicht draußen noch ein paar Knochen rumliegen? Haben doch bestimmt draußen ein paar Knochen rumliegen. Nee, nur. Nö, steht Skeleton und so, oder sehe ich das gerade? Ist auch egal. Notfalls, wir gehen jetzt nochmal zu den Pets. Haben ganz schön viele Puppies. Ein Bunny. Haben wir noch mehr Hasen? Nee, ne? Ach, ich darf das auch nicht da machen. Ich muss das hier über Animals machen. So. Dann passt auch die Farbe. Und ich sehe, wer wem gehört. Dann können wir nicht das Bunny jetzt nämlich nicht nehmen, weil dann beschwert sich, glaube ich, gleich jemand hier da. Das Bunny hat sogar einen Namen. Wir könnten den Kater schlachten. Damit das nicht nachher zu Problemen führt. Wir schlachten den Kater. Es darf jetzt mein Kater nicht erfahren, dass ich hier anfange, Kater zu schlachten. Einfach nur, weil ich Knochen brauche.